Wenn feurige und eisige Mädchen gleichzeitig schwanger sind, wird es viele Überraschungen geben. Chilischoten mit Honig, Fisch und Eiscreme, wütende Feuer- und Schneestürme. All das seht ihr jetzt bei Woohoo Warmotion. Hallo Cindy, hi. Ich habe tolle Neuigkeiten, du wirst ausflippen. Ich habe auch eine Überraschung. Ich bin schwanger. Warte mal, Molly. Schau, ich habe zwei Schneeflocken. Die beiden sind sehr emotional. Und das ist erst der Anfang. Was wird es wohl werden? Junge oder Mädchen? Bereit? Der Ballon war voller Schneeflocken. Was könnte das bedeuten? Das ist doch egal. Sie lieben sich, egal was passiert. Also, bist du bereit? Ich hoffe, es wird ein Junge. 1, 2, 3. Yay! Kohle bedeutet, dass es ein Junge wird. Wahrscheinlich. Ich verschreibe dir ein paar Vitamine. Nimm sie morgens nach dem Essen. Okay, habe ich verstanden. Aber sie haben versprochen, mir die Atemtechnik beizubringen, wenn ich entbinde. Ja klar, es ist wirklich einfach. Entspann dich und atme. Genau so. Okay, verstehe. Etwa so? Cindys Arzt verwandelt sich in einen Schneemann. Ups, ich bin wohl zu weit. Wiedersehen. Wissen Sie, Doktor, das Baby ist schon so groß, dass ich Angst habe, es zu gebären. Wie gehe ich mit dieser Angst um? Das ist schon okay. Du musst nur richtig atmen. Genau so. Ich werde es versuchen. Molly hätte fast den Doktor geröstet. Du musst mit den Übungen vorsichtiger sein. Oh, es tut mir so leid. Oh, es hat getreten. Warte, das will ich auch spüren. Ah, der zukünftige Dad hat sich die Hand verbrannt. Das heiße Baby ist ungezogen. Meine Hand, sie brennt. Es tut mir so leid. Cindy und Bruce wollen die ganze Nacht Karten spielen. Das Baby will wohl auch spielen. Ha, wie schlau. Es sieht so aus, als ob Bruce zu viel Zeit mit dem Baby verbringt. Er ist ziemlich durchgefroren. Du bist also in der 19. Woche? Ja. Fühlst du dich gut? Ja, ja. Dann machen wir einen Ultraschall. Der Arzt hat im Laufe der Jahre viel gesehen. Aber es ist das erste Mal, dass er einen Schneesturm sieht. Keine Sorge, das ist normal. Deine Testergebnisse sind großartig. Das Baby ist gesund, kein Grund zur Sorge. Danke, Doktor. Dann sehen wir uns mal den Ultraschall an. Wieder eine seltsame Schwangerschaft. Jetzt ist der Bauch voller Feuer. Was für ein verrückter Tag. Manchmal hat eine Schwangerschaft auch was Gutes. Der Bauch kann als Tisch dienen. Wo ist das Brot? Molly ist für eine Minute abgelenkt und ihre Suppe fängt an zu kochen. Cindy hat entschieden, heute im Bett zu essen. Während sie nach dem Salz griff, verwandelte sich das Gericht in Eis. Wie soll ich es jetzt essen? Molly ist kalt. Hey, hey, ich bin hier, meine Königin. Es ist irgendwie kalt. Kannst du mir ein warmes Getränk machen? Tee? Perfekt, ich bin gleich wieder da. Hier bitte. Noch eine Tasse. Bitte sehr, das ist lieb von dir. Mollys Teeparty wurde zu einem Teemarathon. Es gibt noch mehr Tassen im Haus. Das Leben ist so schön. Und Cindy ist sehr warm. Ich kann dich ja anpusten. Nein, das hilft nicht. Schau dir diesen Lüfter an.
So besser? Nein. Wie wäre es mit zwei auf einmal? Nein, das hilft nicht. Ich habe eine Idee. Das ist großartig. Jetzt kann ich gut schlafen. Sie sehnt sich nach einem süßen Snack, wenn sie eine Tasse Tee trinkt. Aber schwangere Mädchen brauchen immer etwas Besonderes. Nee, ich kann nicht mal etwas Süßes essen. Ich will etwas Scharfes. Oh, das ist genau das Richtige. Komm zu Mama, super scharfe Chilischote. Lecker. Und ich kann auch meinen Tee würzen. Das ist perfekt. Hallo, ich hätte gern geräucherten Fisch und eine doppelte Portion Eiscreme. Hier ist Ihre Bestellung. Vielen Dank. Ich hole noch das Besteck. Das riecht echt lecker. Sie sollten einen Löffel nehmen. Nein, danke. Lecker. Cindys Bauch ist viel größer geworden und sie kann ihre Füße nicht mehr erreichen, um sie einzucremen. Ich bin so hilflos. Schatz, was ist passiert? Ich kann meine Füße nicht erreichen, siehst du? Warte eine Sekunde. Bruce weiß, was Cindy jetzt braucht. Deshalb hat er sich vorher warm angezogen. Und selbst die wärmste Mütze wird ihn nicht vor Cindys Lawine retten. Molly hat ihre Nägel perfekt gemacht. Aber kann sie ihre Zehen erreichen? Hey, hast du einen Moment? Kannst du mir helfen? Ich schaffe es nicht allein. Ein Moment. Eine Schweißmaske ist zwar nicht bequem, aber sicher ist sicher. Molly hat endlich etwas Zeit für ihre Freundin gefunden. Was wollen wir bestellen? Ich hätte gerne etwas Scharfes. Also ich weiß nicht. Komm schon, das ist lecker. Wir nehmen das bitte. Mit extra scharfer Soße. Gute Wahl. Ein Moment. Hier ist eure Bestellung. Oh, das sieht lecker aus. Es ist überhaupt nicht scharf. Ich füge Tabasco hinzu. Wow. Ein bisschen Soße kann nicht schaden. Was für das feurige Mädchen normal ist, ist für ein normales Mädchen eine Katastrophe. Wasser, schnell! Hör auf damit, die Pizza ist gut. Ich brauche Wasser. Wie kannst du das essen? Es ist lecker. Probier mal. Danke, aber lieber nicht. Schwangere Mädchen lieben Babysachen. Irgendwas fehlt. Cindy hat sich entschieden, ein Rassespielzeug für ihr Baby zu basteln. Wie süß. Und die Eiszapfen werden klimpern, wenn der Wind weht. Molly kann im Internet auch kein gutes Spielzeug für ihr Baby finden.
Oh, das ist perfekt. Hallo, ich möchte das Designer-Rassi-Spielzeug bestellen. Wow, es ist perfekt. Mom hat es für dich ausgesucht. Du wirst es lieben. Oh, das Baby strampelt. Schatz, komm her. Hör mal, wie es tritt. Was, jetzt gerade? Ja, hör mal. Das ist seltsam. Es ist wie Holz, das im Kamin knistert. Cindys Baby tanzt vor dem Schlafengehen in ihrem Bauch. Hey, komm her! Was? Bewegt es sich? Kann ich mal hören? Sicher, erschreck ihn nur nicht. Was für ein Wunder! Es ist wie ein Schneesturm da drin. Ist das normal? Ja, das ist völlig normal. Hat euch das Video gefallen? Schreibt uns, welches Paar ihr am besten fandet. Wollt ihr auch eine Fortsetzung dieser Geschichte sehen? Abonniert uns und klickt auf die Glocke und verpasst kein Video mehr von Woohoo Wormotion.